Also angefangen habe ich, da war ich ungefähr 16, im Hobbyraum meiner Eltern, im Keller, habe ich die ganzen Nächte durchgeübt und die Nachbarn geärgert. Bis morgens um zwei meine Eltern die Treppe runterkamen und gesagt haben, jetzt musst du endlich die Musik aus. Nee, da habe ich es angefangen zu üben, so einfach für mich, einfach mir das DJing selber beizubringen. Also ich habe auch niemanden gehabt, keinen Mentor, nichts. Nach Auftritten auf Schul- und Faschingspartys durfte Chris mit 18 zum ersten Mal im Ulmer Club Meyers auflegen. Und dort war Chris Montana dann jahrelang der Resident DJ. Mittlerweile hat Christian Iberle 3 CDs produziert, er besitzt ein eigenes Plattenlabel, ist schon seit über 15 Jahren als DJ erfolgreich und hatte Auftritte in über 25 Ländern weltweit. Ibiza ist immer toll, das ist immer eine super Party, oder ich war jetzt auf Mykonos. Das ist natürlich auch riesig. Was mir ganz besonders gut gefällt, ist Brasilien. Da gehe ich also bestimmt zwei, dreimal im Jahr hin. Das ist irgendwie, da ist so. Die Menschen haben irgendwie so die Musik, den Rhythmus im Blut, ja, denen gefällt es, glaube ich, wahnsinnig gut, wenn man dort halt einen tollen Auftritt hinlegt. Also das macht schon wahnsinnig Spaß, ja. Da gefällt es mir fast am besten. House nennt sich die Musikrichtung, das ist auch der Überbegriff, sagen wir mal, für elektronische Tanzmusik. Und ich spiele, das haben wir, relativ klassischen House mit ein paar Vocals drin, also mit Gesang und auch zum Teil klassischen Elementen wie Klavier, Pianos oder so, aber auch modernen Einflüssen. Ja. Privat hört Chris aber gerne auch mal Musik aus den 80ern. Und wer hätte gedacht, dass er eigentlich Lehrer ist? Ich habe Sport und Geografie studiert, auf Lehramt, auf Gymnasiallehramt, das habe ich auch abgeschlossen. Ich war allerdings dann nie an der Schule also zum Unterrichten. Und als ich dann fertig war, habe ich mich ein bisschen aufs Auflegen konzentriert und wollte aber noch was machen, was trotzdem, was auch in die musikalische Richtung geht, was ein bisschen bodenständig noch ist. Und habe ja dann bei Radio 7 ein Volontariat gemacht und auch 2 Jahre als Redakteur dort gearbeitet. Einen Tipp für neue Talente hat Christian Iberle auch. Zuverlässig und pünktlich muss ein DJ sein, denn der Job ist stressig genug. Bist du eigentlich die ganze Zeit im Flieger, dann kommst du abends irgendwo an, also jetzt als Beispiel fliegst du nach Moskau, musst morgens dann mittags zum Flughafen, fliegst nach Moskau, bist du durch die Immigration, alles im Hotel ist. Es ist Szene, dann kannst du kurz was essen, duschen, geht's in den Club, legst du auf und morgens um 6 oder 7 geht der Flieger schon wieder zurück. Trotz Stress, Chris Montana liebt seinen Job und wird seinem Motto House for Life noch lange treu bleiben.